ist erstmal natürlich eine große Ehre für uns. Wir freuen uns, dass wir einer von 10 Preisträgern geworden sind. Und ja, bin gerade angekommen hier und würde mich gerne vom Rest des Abends überraschen lassen. Ich bin total aufgeregt und freue mich. Freue mich auch, dass wir was zeigen können, was wir machen, dass wir also nicht nur ja, so völlig trocken hierher kommen, sondern eben ein bisschen ja, präsentieren können. Das, was wir tun und was wir auch leidenschaftlich gerne tun. Stolz, so einen Preis für so einen Preisträger wie Laudatio halten zu können. Und das ist doch gelebtes Handwerk meiner Ansicht nach. Und das ist, der war würdig, ausgezeichnet zu sein. Ich fühle mich unheimlich glücklich. Es ist einer der wichtigsten Wirtschaftspreise in Brandenburg überhaupt. Und ich bin unheimlich stolz, als Einzelhändler mit so vielen innovativen Unternehmen zusammen geehrt worden zu sein. Ich bin einfach nur glücklich. Die Preisverleihung insgesamt, das war heute beim 9. Mal für mich die aufregendste, weil auch lebhafteste Veranstaltung deshalb, weil wir viele Laudatoren hatten, die ganz bewusst ihren Kandidaten hier auch beglückwünscht haben. Und ich fand das eine wunderbare Veranstaltung. Solche Erfolgsgeschichten belegen, dass Brandenburg ein sehr innovativer und stabiler Wirtschaftsstandort ist. Und natürlich macht einen das froh, ich sag mal, das dann auch so widergespiegelt zu sehen, zum Beispiel über die Formel einer solchen Preisverleihung. Und man sieht es ja von Jahr zu Jahr, wir werden immer größer mit diesem Preis, wir haben immer mehr Interessenten. Und es ist insofern vielleicht was Besonderes, weil er war diesmal hier von Neuhardenberg mit Unternehmen aus, vor allem Unternehmen aus Ostbrandenburg und aus dem Cottbuser Gebiet. Und im nächsten Jahr wird der Preis noch schöner, noch größer, weil da ist das ganze Land dabei und dann auch die IHK aus Potsdam.